Ja, weißt du, ja, aber es sind gerade alle tot, wir müssen rein, irgendwie rein da. Dann schießt, push. Schießt. Check out, was? Wer ist WASP? Was? Wasp, kennst du nicht. Wasp? Ist das nicht das große neue SOE? Nee, doch. War? Nein. Habt ihr eigentlich nicht SOE? Habt ihr nicht festgestellt, dass immer noch beim Launcher SOE steht? Ja und? Ein bisschen noch patchen. Oh, ich hab Multikill gemacht. Mama, ich hab Multikill gemacht. Die haben, glaube ich, das Beste zu tun, als die ganze Zeit irgendwelche Titel-Dinge. Also wenn bei uns im Geschäft eine Namensänderung ist, dann wäre das als erstes bei allen Schildern einen Namen geändert. Das ist das Wichtigste überhaupt, den Namen zu ändern. Ist halt der ja größer wie Daybreak German Company. Ja heißt gut, das stimmt auch. Ja, siehst du. Ein bisschen größer. Ein bisschen. Okay, Schutzschild ist down. Wie viel haben wir denn? Halbe Stunde haben wir. Ey, dieses Spiel macht keinen Spaß mehr, seitdem die Warnus so OP sind irgendwie. Und die Verbündeten einen Down in den Rücken wieder spielen, wenn du Lust hast, spielen wir auch gerne wieder. Wenn dir das keinen Spaß mehr macht, mal wieder Heroes and Generals. Ja. Ja. Mach zumindest Kills machen. Wir ab sofort spielen nie wieder Panzer 2, sondern nur Heroes and Generals. Aber nur Markus nimmt auf. Nein, weil ich das nicht schaffen würde. Das ist mir also scheiße, gerade im Spiel ist die Jacke in die Hose, wer da aufnimmt. Das ist deine Jacke in die Hose, weil es scheiße ist. Aber wie viele Folgen haben wir gemacht? 50? Locker. Stimmt. Wir könnten mal wieder ein Revival machen, mal gucken, ob es besser geht. Also kommt davon an, ob wir zusammen gemacht haben, oder... Ja, wir haben eben nur zusammen gespielt. Ja, ich meine jetzt Kanal zusammen oder nicht zusammen. Wir haben es nur im Kanal zusammen. Echt? Du hast, das war unser erstes Let's Play Together. So offiziell. Das hast du, glaube ich, mal entdeckt. Da war es ja einigermaßen Bullshit, aber zum Schluss war es total Bullshit. Das habe ich entdeckt, ja. Ja, Anfang war es halt so. Ja, es war recht lustig, aber irgendwann zum Ende. Anfang war es halt ein Infanteriefight und zum Schluss hin waren es dann halt alle mit Panzern und du hast dich nur noch abgefarmt gefühlt. So wie halt jetzt von dem Warnus irgendwie. Wollte gerade auch gerade sagen, ist ein bisschen vergleichbar. Wo ist jetzt so unschützend? Die sind nur gut, ja. Die haben keine OP-Waffen oder so. Mit 500 Schüsse pro Sekunde. Ja, wir haben, ich habe heute mal geguckt, ne, verglichen. Unsere Schnellfeuernde hat 400 irgendwas. Und denen ihre 500 Dinger sind ihre Standardwaffen. Unsere 400 irgendwas ist unsere beste Schnellfeuerwaffe. Ist geil, ja. Dann müssen wir halt auch mal wieder das Skill auspacken. Jeden Kill, den du gegen den Vanu machst, ist 10. mehr als genug Skill, weil die haben ja nur Vorteile im Moment. Da müssten wir einfach so verbessern. Die können von mir aus die Vorteile behalten, wenn wir das 10-fache an XP bekommen, wenn man Vanu killen. Und jetzt schießt mich ein Verbündeter halb um. Alter, Junge, bist du behindert oder so? Das ist ein NK. Boah, Alter, wie ich das hasse. Anvisiert, ein halbes Magazin schießt, dann zieht scheinbar, dass er einen Verbündeten abschießt. Was macht er als nächstes? Er schießt weiter auf mich. Mach das halt nicht. Wo bist du? Über dir. Ich stehe über dir. Ich mach hier gerade Ding. Hey, warum treffe ich dieses scheiß Spawn-Beacon? Schild. Dankeschön. Treff die nicht. Ich habe auch keine Granate mehr. Dann streng dich bitte ein bisschen mehr an. Natürlich, jetzt macht die Heavy noch ihr Schild an, weil sie noch nicht genug Panzerung hat. Wie viel haben wir denn? Oh, 10, 16. Ja. 10, 16. Schande. Achso, kann man das immer wieder setzen, oder? Fuck. Ja, das ist unendlich. Ah, nice. Was hast du? Dann rendiert sich das ja vielleicht doch. Regenerationsfeld. Ich habe die Umgebungsheilung halt auf maximalen Level. Ich hab Pech. Dann wird das auf Level 3, glaube ich. Ich weiß nicht, ob dann das Schild so geil ist oder ob ich lieber bei der Umgebungsheilung bleib. Weil wenn die auf maximalen Level ist, dann ist das halt auch schon ziemlich geil. Da kommt Warnus vom Dach. Jo. Da war das Russen-Baby. Direkt unter unserem Sandy gesessen. Da ist auch der Stone. Schweinehund. Und der Hund zwei nach oben. Drei Schweine. Ah, fuck. Ey, wenn wir es schaffen, den Punkt hier gegen die Warnus zu snacken, ne, dann sind wir echt Profis. Orif halt. Besten. Das da Beste, kommt ein Warnus vom Dach runter.
Ich bin aber tot, aber keine Runde. Und hier gut, liegen tausende Granaten da, gerade. Jawohl. Die Dinge, die Türme sind wieder safe. Jetzt habe ich Starlink getötet. Fuck. Ah, du sollst nicht immer Teamkills machen, ja, Mensch. Ja, ich habe gerade einen Doppel-Teamkill sogar gemacht mit der Granate. Die Granate habe ich in die Warnung reingeworfen, die Granate ist im Warnung ins Gesicht geflogen und wieder zurückgerollt. Vorsicht, Granate! Warnus haben wir ja, natürlich, schon... der eigene getötet. Die haben den Punkt vor 20 Sekunden vor Cap wieder gedreht. Ja, weshalb? Ja, aber wir sind gerade alle tot, wir müssen rein, irgendwie rein da. Dann schießt, push. Wie ich die nicht tot kriegen, Mann. Ja, die haben auch erstens unendlich Leben und zweitens unendlich Schuss. Aber es ist eine Max drin von uns. Sollten wir mal hinpushen. Warum geht eigentlich unser Tank nicht rein? Das ist unverständlich. Okay. Oh ja, ich bin tot, geil. Oh, war das genüsslich. Diese Orion, sie macht... Oh, hier hat man mal einen netten Vergleich hier gerade bei mir. Es wurde mit einer NS-Waffe, die bei allen Fraktionen gleich ist, und einer Orion, die Standardwaffe der Warnus, gleichzeitig auf mich geschossen. Oh Gott. Die NS hat einen Schaden von 23% gemacht, die Warnu-Waffe 76. Damit wäre bewiesen, die Warnu-Waffen machen auf selbe Feuerrate die Standardwaffen doppelten Schaden. Danke. Bitte, schön angesagt hast du das. Da kriegst du nein, ich will keine Renate werfen. Eine Renate? Ja, ich werf auch immer mit Renaten. Renate! Ich hab Granate gesagt. Heute mal hab ich Granate gesagt. Du hast Renate gesagt. Ich hab Granate gesagt. Hättest du wohl gern. Man muss sie immer scharf machen, indem man fragt, Renate, wie geht's dir? Und dann wirft man sie. Ja, stimmt. Mach mal den Ofen an, na, Ofen, wie geht's dir? Soll es ihn anfeuern? Ofen! Oh, Ofen! Nice. Ofen! Ich habe immer eine saugroße Distanz mit der Shotgun jemanden gesnackt. Dann wurde ich ja schon Distanz? Hm, ja, locker so 30 Meter. War so yeah. Eine, war so yo, eine, war so eine von den ganzen Kugeln, die aus dem Lauf kamen, die ihn getroffen hat, und die Kugel flog auf Headshot. Ja, das war so Battlefield-Style. Ja, aber nur, dass du es hier nicht kontrollieren kannst. Im Battlefield kannst du es kontrolliert machen. Juhu, eigene überfahren, na toll. Könntest du noch welche Waffe du hast. Bam! Bam, du Arschloch. Mit der Mauler geht's nicht. Oh, geil, ich bin wieder tot. Ich war einfach mal mit meinem Ding. Wer hat nur so ein bisschen abgefarmt, habe ich so das Gefühl. Ja, minimal. Boah, jetzt ein Schuss hätte mir gefehlt. Ich bin gerade mit meinem Lightning da durchgewascht. Ja, ich hab's gesehen. Du warst der Lightning, der hier in die Luft geflogen ist, oder? Mein Gott, der der Tanks steht nicht da hinten rum, sondern pusht mal. Das ist witzig, es ist echt cool. Ich wusste gar nicht, dass Warnus sich so bewegen können, dass die Shotgun-Schüsse genau um sie rumfliegen. Das ist auch das sind die Energiefelder. Ich hab gerade auf 15 Meter auf sie geschossen, ne? Und meine Schüsse sind immer genau um sie rum. In der Mitte war einfach immer ein Loch in meinem Schussfeld und genau da drin stand der Warnu. Will mich jetzt auch noch meine Waffe verarschen, oder? Das könnte ich auch für dich machen, das ist kein Problem. Kann jetzt mal hinfahren. Boah, das vibriert einfach alles zu stark. It's vibrating! Natürlich, Warnu nur Kopf und kriegt einen Kopfschuss. Und dann lauft ein Warnu an mir vorbei und gibt mir einen Kopfschuss. Boah, Alter. Glaubst du das jetzt oder nicht? Dark hat gesagt, wir sollen zum Warp Gate, please. Ah, dankeschön, habe ich nicht gut zugehört, mal wieder. Ich auch nicht. Steht im Chat. Er hat mich angeschrieben, das muss so viel heißen, wie sie warten schon auf uns. Ja gut, dann gehen wir halt. Stimmt. Sind ja alle da. Oh ja, Tatsache. Ja, er muss halt mal reden lernen, ne? Iso. Schneefresse. Hat er überhaupt noch genug Platz? Ja. Bad Boy Skiller, mein alter Freund. Den habe ich halt Vormittag kennengelernt. Nicht mit Absicht. Den habe ich halt Vormittag kennengelernt, weißt du? Der ist so ein richtiger... So ein richtiger... Bad Boy. Der ist so ein richtiger Bad Boy, ja. Hast du nichts zu schaffen, oder wie? Nee, ich habe Ferien. Ach so. Warum machst du denn nichts für den Kanal? Eigentlich wollte ich ja gestern eine Aufnahmesession machen und so, aber... Ja, gestern habe ich gesagt, du kannst ja trotzdem, du kannst ja auch live streamen. Weil manche Leute, nein, kann ich nicht. Na, manche Warum? Leute behindert sind und so, weißt du? Warum kannst du das nicht? Also ich kann es schon, aber so eine 360p Livestream, den schaut doch keiner.